Viele Menschen machen sich in der jetzigen Situation, gerade in Zeiten von Corona, natürlich Gedanken, wie sie mit ihrem Geld auskommen. Wir fragen einmal nach, was man da machen kann. Durch die Corona-Krise haben viele Menschen einen deutlichen finanziellen Engpass. Wie kann man selbst eigentlich feststellen, ob es sich langfristig finanziell bei sich selbst nicht mehr ausgeht? Gerade in der Corona-Krise haben Menschen Zeit, sich über die finanziellen Sachen Gedanken zu machen. Wir wissen, durch die Kurzarbeit, eventuell Arbeitslosigkeit, geht es vielen Menschen auch finanziell nicht so gut. Und in der Zeit nehmen sich die Leute die Zeit und schauen sie ihre Kreditverträge, Versicherungsverträge recht genau an. Wie können Sie diesen Menschen helfen, die nicht wissen, wie sie aus ihrer finanziellen Schieflage herauskommen? Was kann man da alles machen? Wir schauen uns Kreditverträge, Versicherungsverträge im Detail an, schauen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und im Kreditbereich einfach, ob die Zinsen, die zum damaligen Zeitpunkt eventuell aktuell waren, auch jetzt noch aktuell sind, oder ob aufgrund der Bonität der Kunden eine Verbesserung der Zinsen möglich wäre und damit eine Ersparnis im Monat zustande kommt und auch langfristig wesentlich bessere Stellung im Zahlungsbereich darstellt. Wo kann das überall sein? Wo kann man sich das anschauen? Bei Hauskauf? Im Prinzip fängt es schon beim Autokauf an, ob das jetzt bei Leasing, Privatkrediten ist oder bei Hypothekarkrediten ist, Wohnbaukrediten etc., Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke, bei allem. Wenn unsere Seher jetzt Interesse an einer Gratisberatung von Ihnen bekommen haben, wohin können Sie sich wenden? Wie kann man Sie erreichen? Also am allerbesten natürlich persönlich in der Mariazellerstraße 1 in Kapfenberg, schräg gegenüber vom ECE, oder natürlich auch telefonisch. Swear.